Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, willkommen zurück zu FIFA 16 und wir gucken mal, wie die ersten Spiele im November waren. Und zwar Everton schlägt Sunderland 2:0, Southampton gegen Bournemouth 1:1, Tottenham, Aston Villa 3:1 und Liverpool nach dem Sieg gegen Chelsea verlieren sie gegen Southampton 0:2. Und für uns geht es jetzt weiter gegen Norwich. Und wie ich von der Nachrichtenzentrale erfahren habe, ist Traoré auch wieder dabei. Ob er jetzt hundertprozentig fit ist, werden wir sehen. Oder ob wir noch auf ihn verzichten müssen. Ja, Williams hat nicht die beste Figur abgegeben, das stimmt. Ich würde mal sagen, Fernandes lassen wir mal spielen. Hier lassen wir mal Taylor spielen. Shelby auch mal wieder. Ja, Ayu, okay. Dyer war auch nicht sehr überzeugend, muss ich sagen. Und hier lassen wir auch mal Michu eher spielen. Wie sieht's denn aus? Traoré ist noch angeschlagen, also lassen wir das mal. Williams nehmen wir auch mal ganz raus. Schauen wir erstmal, wie das so läuft. Tja, ein paar Veränderungen hier vornehmen. Eigentlich müsste ich den Lopez auch noch wieder öfter spielen lassen. Noch mal den Sigi rausnehmen, denn er hat im letzten Spiel zwar eine gute Schusschance gehabt gegen Arsenal, aber ansonsten war das nicht so doll. So, was ist jetzt los? Shelby, der ja in Wirklichkeit jetzt den Verein gewechselt hat. Ich glaube, zu Newcastle gegangen ist. Und wir sind an der Carrow Road. Ein Sieg ist Pflicht gegen Norwich. Weiß jetzt gar nicht, wo die stehen. Werden wir aber gleich, denke ich mal, noch so sehen, oder? Nee, doch nicht. Okay. Van Wolfswinkel. Ganz vorne drin. Spielerfokus komme 7 Torvorlagen von Norwich auf der 2, Johnson mit 4, also wenn Gomez was kann in dieser Saison, ist es Tore vorbereiten auf jeden Fall. Der eine spielt den anderen an, auch gut. Ach, Gomez, da musste hingehen. Die erste Chance hat Norwich nach knapp 4 Minuten. Van Wolfswinkel. Und damit Ecke. Oh. Ja, wäre mal gut, wenn wir an den Ball kommen würden. Na. Eieieieiei. Fabianski, eine Parade. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Aber den musst du auch haben. Guter Versuch, gut gespielt. Gomez. Michu. Ja,
glaube ich, war Michudas mit der Vorlage und Sigi mit dem Kopf. Das war mal gut gespielt. Das wollen wir öfter sehen. Wir kriegen den Ball nicht raus. Das ist nicht gut. Und nächste Schusschance für Norwich. Norwich, nächstes Spiel an der Stamford Bridge gegen Chelsea. Man sieht 21. November. Wir haben jetzt Anfang November. Es ist also mal wieder eine Länderspielpause. Habe ich nämlich bei der einen Nachricht auch bekommen, dass wir wieder einige Nationalspieler ja haben, dass die im Einsatz sind. Der Ball kommt lang, aber Michu ist nicht schnell genug. Ah, na. Knapp von Ruddy. Den auf der Linie da mit den Händen. Ach, scheiße. Ja, der sollte doch eigentlich nicht dahin gehen. Sollte, glaube ich, zu Sigi gehen, der damit gelaufen war. Zurzeit lassen wir wieder alles vermissen, was wir uns noch in den ersten Spielen. Sigi verliert auch den Ball unnötig. Wieder. Ach, es ist nicht gut gespielt. Tja, genau wieder hier. Shelby ebenso. Kann sich aber den Ball zurückerobern. Guter Pass, aber ein bisschen zu lang. Ja, wir brauchen auch schnellere Stürmer. Ja, gut, dass ihr euch gegenseitig den Ball wegnimmt. Das ist natürlich spitze. Da liegt jemand am Boden oder was war jetzt los? Abseits, okay. Boah, knappe Kiste, der Arm. So, wir werden mal ein bisschen offensiver ans Werk gehen. Schuss von Michu, aber ja, da wurde er gefoult. Gelb für den Captain von Norwich, Russell Martin. Zweite gute Gelegenheit war das für uns, der Schuss, und jetzt kommt die dritte, der Freistoß. Rudelbildung durch dieses Foulspiel. Ja. Oh, es hätte auch böse enden können. Da hielt sich Michu zurecht auf. Sigi, mach das. Nein, er macht's nicht. Eieieiei. Wäre jetzt natürlich wichtig vor der Pause gewesen, so ein Tor. Gute Gelegenheit. Ja, mit Schubert auch wieder
festgehalten, aber diesmal war es nichts. Gut. Shelby kann den Ball nicht konzentriert annehmen und dann. Ach, Mist. Sonst wäre er gut durch gewesen. Aber dafür macht das jetzt! Nice! Ja, ich sehe wirklich aus wie ein alter Mann. Ja, ich bin Lord Voldemort. Er gibt mir meinen Krückstock. Gut. Gut. Durchgesetzt. Bam. Schönes Tor. Weiß gar nicht, ob da Basson, die Nummer 6 von Norwich, noch mit dem Kopf dran war. Und Shelby. Das ist natürlich stark als defensiver Mittelfeldmann, da noch ein Tor zu schießen. Ja, und das ist halt ein Team Norwich, das müssen wir einfach schlagen. Von Shelby dazwischen gegangen. Oh. Kommt da an den Ball nicht ran. Den hat Fabianski. Und dann pfeift der Schiri ab. 1:0, glaube ich, geht in Ordnung. Da haben wir den Torschützen. Zwei Schüsse, ein Tor von Shelby. Der eine wurde abgeblockt. Die Halbzeitergebnisse auf den anderen Plätzen. Leicester, Watford 1-1 und Stoke gegen West Brom 1-1. Manchester United gegen West Brom 1-1. Stoke gegen Chelsea. Die haben noch nicht angefangen. Und wir gucken mal. Wie sieht's denn aus? 0-1 Tore, 2-4 Schüsse, 1-2 aufs Tor, 59-41% Ballbesitz. Ja, komm, wir spielen mal so weiter. Das ist ein zweites Tor, würde natürlich Sicherheit bringen. Aber nicht, wenn man so klein-klein spielt. Montero spielt eine gute, aber nicht so auffällige Saison. Gut gespielt, aber der linke Fuß von Siggi nicht der stärkste. Aber gute Kombi. Da klatscht auch der Gomez. Gut von Michu angenommen. Aber der ist ein bisschen zu schnell für Montero, der Ball. Norwich spielt schon quer am eigenen 16er. Ist auch nie ein gutes Zeichen. Dagegen war stark. Stones, gute Aktion. Und Shelby fast mit dem zweiten Tor. Da ist der bekloppt. Ah, schade. Das sieht jetzt wieder wesentlich besser aus. Nur ein zweites Tor fehlt. Montero läuft den Ball gut ab, spielt dann schlechten Pass. Gut gespielt, gut gespielt.
Aber Gomez wartet zu lange. Und liegt dann am Boden. Kann aber wieder weiterspielen. Dann lässt Montero einen Aust tanzen. Stark von Montero. So, wollen wir jetzt mal wechseln. Okay, Sigi raus. Hat alles gegeben. Oh, Shelby, bringen wir mal Britain. Steht nur 0 zu 1. Das ist wieder so gefährlich. Der Norwich wird irgendwann jetzt versuchen aufzumachen. Da müssen wir aufpassen. Yusuf Mulumbu geht raus. Er kommt für Norwich. Wir haben zwei Wechsel. Gleich. Schade, aber abseits. Ha, Mist. Saive oder Saivet für Andrew. Oh, das war knapp. Gut dazwischen gegangen. Und schlecht von Lopez, dieser Pass. Der tödliche Pass sollte es sein. Der ist aber leider nicht wurde. Momentan rennen wir den Ball mehr hinterher. Oh je, das sind wirklich schlechte Pässe. Das allerdings auch. Na, das kann man auch Rückspiel nennen. Zu unkonzentriert, zu ungenau. Norwich macht da auch nicht viel draus. So, wir werden auch noch das dritte Mal wechseln und werden Eda in die Partie bringen. 1:0, das ist ja nach dem Spielverlauf okay, aber zu wenig für unsere Verhältnisse. Cameron Jerome kommt bei Norwich für Gary O'Neill oder O'Neill. Jetzt haben wir natürlich auch mal ein bisschen Platz hier. Den Kopfball gewonnen. Aber die Flanken. Wie gesagt, bei FIFA 16 ist das Flanken eindeutig schwerer geworden. Oh. Den habe ich aber mal getroffen. Davon meine ich nicht den Ball. Das wird noch im Nachhinein gelb geben. Der Ball kommt durch auf Gomez, der aber nicht das 2:0 macht.
Oje. Da muss sowas gemacht werden. So, und jetzt auf einmal hat Norwich schon mal die Kontermöglichkeit. Und schießt zum Glück übers Tor. 1:0 Sieg für uns. Verdient, aber ja, spieltechnisch sah das ganz gut aus, aber 1:0, da muss noch ein zweites oder drittes kommen. Wir gucken nochmal die wichtigsten Szenen an. Vierte Minute Fabianski mit der Parade, dann Sigi in der 10. Minute vorbei. Gut rausgespielt. Dann die gelbe Karte für Russell Martin. Wegen Foul. Dann Sigi mit dem schönen Freistoß. Der nur knapp vorbeiging. Dann Shelby, unser Lord Voldemort mit dem Tor, mit dem entscheidenden, kurz vor der Halbzeit. 49. Minute Sigurdsson mit seiner zweiten Szene. Wieder gut gespielt, auch Gomez diesmal beteiligt. Und dann in der 90. Minute John Ruddy. Die Parade, weil Gomez ja, genau ihn anschießt. Und 3:9 Schüsse, 1:4 aufs Tor, 58 zu 52% Ballbesitz. Shelby, bester Mann. Ja, Fernandes hat bei uns auch gelb dann noch gesehen gehabt. Das was dann nach dem Spiel ehrlich passiert. Torvorlage Sigurdsson. Also. Und wir sehen Leicester gegen Woodford und Manchester United gegen West Brom. Beide Spiele 2 zu 2 ausgegangen. Und wir können nochmal gucken. Chelsea hat bei Stoke 2 zu 0 verloren. Die restlichen Spiele sind noch am 8. und 9. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Tabellarisch heißt das für uns, dass wir weiterhin mit oben mitspielen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir gucken mal schnell. Der Netz ist. Denn jetzt haben wir ja, wie ihr seht, eine Woche Pause. Und am 21. geht es gegen Bournemouth zu Hause. Schweres Spiel, aber ein Spiel, was wir gewinnen müssen. Also dann sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.